Na gut, dann würde ich mal sagen, 2 Kilometer, das sind 1-2 Meter, die werden wir mal so fahren. Der ist doch besoffen. Was, da ist ein Fuß. Das ist eine Käsemauke. Es bewegt sich. Oh mein Gott. Das ist ein Piral. Das. Da war ein Piral. Habt ihr das gesehen? Jetzt kommt mir gleich nach unten an. Was? Yep. Wie konnten die uns hören? Ich bin nur so leise. Und vorsichtig. Ich glaub, mir hat's Peter. Ich glaub, ich spinne. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Gabin. Wir machen jetzt mal einen kleinen Test. Denn ich habe mich gerade vor, ich sag mal so, eine halbe Stunde das neue Netzteil eingebaut. Und ich muss sagen, es schnurrt wie ein Kätzchen. Also, es läuft. Jetzt muss ich bloß noch hier so Hardcore-Test. So machen wie es läuft. Es läuft. Ja, es läuft. Es läuft wie es läuft. Das ist jetzt zur Zeit meine Einstellung. Schatten könnte ich jetzt auch noch hinknallen. Habe ich aber erstmal. Ich habe hier jetzt erstmal alles so weit hoch. Das habe ich so gelassen, weil es ist intensiv. Ja. CPU ist nämlich bei mir. Also müssen wir erstmal damit. Also ich habe mir gedacht, Texturen kannst du nie genug haben. Wisst ihr, so Schatten und so. Das ist das gleiche aus. Gut. Das sollte gewesen sein. Natürlich nicht. Wir haben ja letztes Mal, wie gesagt, wir haben ja noch nie abgeben können, weil ich habe ein bisschen getrödelt und jetzt müssen wir das erstmal ausgleichen. Das Problem ist, es ist aber noch nicht so weit. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich müsste da noch ein bisschen was ausladen. Ich bin schon hier, wie gesagt, am Produzieren. Also, so nebenbei. Weil, wie gesagt, testen und nebenbei machen, das sind zwei Dinger, die ich ziemlich gut dingelzen kann. Oh, Alter, das ist so schön, dass das mal so funktioniert. Dass das überhaupt mal so funktioniert, wie ich das will. Ich will. Na gut, und ich habe draußen schon ein paar Sachen aufgewertet, ne? Das war schon, ich habe so einen kleinen Test gemacht. Das läuft eigentlich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt muss ich mal draußen gucken, was da die... Schalt mal für euch die FPS so anzeigemäßig seitlich ein. Nicht wundern, ich habe jetzt V-Sync an. Aber man sieht doch schon Unterschied, die Texturen und so, die sehen ganz anders aus. Thomas anders. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie AMD das machen tut. Ich habe, wie gesagt, Schatten komplett ausgeschalten. Und wie gesagt, bei Nvidia haben wir mal so einen hellen Kreis gehabt. Der ist jetzt da hinten. Ich mach mal kurz Schatten an. Also... Nur mal so als Vergleich. Technischerweise. Kann man ja mal machen, oder? Ich mach das mal auf. So? Ich tu mal so, ne? Weil ich glaube, das hat vorhin ja nicht so einen großen Unterschied gemacht. Also, was FPS an. Wie lang tut. Ich weiß nicht, ob ich mir damit anfreunden kann, weil dann ist nämlich das auch in Haus ein bisschen dunkler und ihr wisst ja, ich bin ein bisschen schreckhaft. Aber das muss heute erstmal hin, so testen und so, ne? Na gut, dann würde ich mal sagen, 2 Kilometer, das sind 1-2 Meter, die werden wir mal so fahren. Als Test. Und ich werde mal das einfach so laufen lassen. Das ist ja... Bin ich ja nicht mehr gewohnt. Gebt euch das an. Okay. Hier noch gespielt. Hä? Achso. Hey, bleib mal stehen. War nicht so böse gemeint. Also. Oh. Warte mal. Alter, zum Glück habe ich noch 1-2 Schuss. Und sie rollt. Und sie rollt. Rolle Mädchen, rolle Mädchen. Haha. So. Ja, wie gesagt, Schrutze ja nicht mehr. Außer 7 Schuss von letztem Mal. Ah, hier haben wir ja auch noch 1-2 Schuss drin. Naja, wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt noch eins wie Munition. Ich entdecke gerade 7 Days komplett neu. Ich muss da rüber.
Ich bin die ganze Zeit falsche Richtung gefahren, ekelt. Das kannst du keiner erzählen. So, ich sag mal so, wir haben unser Ziel erreicht. Ich bin bisher von der Bahn abgestuft. Musst du mir erstmal 7 Days richtig angucken. Ist ja ein ganz anderes Spiel. Es ist ein schönes Spiel. Muss ich sagen. Und ich muss sagen, es lag wirklich an der Leistung, weil wir waren vorhin auch am See noch dran gewesen. Muss ich dazu sagen, ich habe mich die ganze Zeit an unser Haus orientiert. Das sollte ich nicht machen. Und das Wasser sieht wieder aus wie Wasser. Krass. Schön. Das bisschen ruckeln, das ist jetzt, wie gesagt, Maus technischerweise und so. Und eben halt das Restliche. Ja, jetzt muss ich mir jetzt bloß mal überlegen, wie ich bis nächstes Jahr. Ich brauche eine neue CPU und Ramse. Ja, das muss ich dann auch noch hinkriegen. Alter, gebt euch das doch mal an. Das Problem ist aber auch, ist mir jetzt unterwegs aufgefallen, dadurch, dass ich jetzt so Schatten und all sowas anhab, sieht man die Steine vielleicht später. Und die Zombies. Naja, gut, die habe ich auch so schon ignoriert. Aber das ist ein anderes Ding. Kann später im Haus schlimm werden. Wenn die Zombies denn so sehen tust, im Dunkeln, wenn sie im Dunkeln an die Hand kommen und flunzen sind da auch. Hey, 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 hey. Wenn einer lustig ist, dann bin ich es. Kickt euch mal die Brille an. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch so sehen tut. Ja. Here you go, friend. Whatever you need. Just say the word. Was soll ich denn damit? Ich hab ne bessere, du Nabel. Das war ja jetzt enttäuschend. Nicht ganz enttäuschend, aber es war auch jetzt nicht, wo ich sage, hui, das ist aber ein geiler Ding. Na gut, okay, dafür krieg ich vielleicht eins wie mehr Kampf. Wo sind denn die? Hä? Was da ist er doch? Na, 1600 ist, boah, das Geld. Das nimm ich. Hast du auch ein bisschen Munition? Weil deine Aktion, wollte ich sagen, so. Hat nämlich ganz schön Munition gekostet. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Aber mein Mund wollte will er nicht. Aber das ist wieder ein anderes Ding. Safe travels. Du hast ja keine Munition. So, Junge, du bist zwar nee Bob, aber jetzt schien mir gerade richtig. So, 8 Uhr. Wir werden uns jetzt aber keine Quest holen. Zombie. Die werde ich auch mal Hallo sagen. Neue Texturen. Quasi. Er sieht jetzt aus wie ein Zombie. Ey, lass Uschi in Ruhe. Das mag ich überhaupt. Ja, sag mal, hallo. Runter von Uschi. Sag mal, Das macht der doch mit Absicht. Gibt euch das an. Der ist doch besoffen. So sehen also Texturen aus. Krass. So, sag mal, haben wir nicht hier irgendwo in der Nähe ein Haus, wo ich mal kurz... Ich könnte eigentlich mal kurz da in die Wasserdinger reingehen. Wasserdinger, das ist genau die richtige Bezeichnung. Die heißen wirklich so. Ich würde mir so was nie ausdenken. Die heißen wirklich Wasserdinger. So, wo ist denn das Wasserding? Das Wasserding ist da. So, Uschi, fahr uns zum Wasserding. Ich will mal testen, wie ich mir eine Hose mache. Aha. Da war ein Zombie. Seht ihr, das war nicht meine Schuld. Ich habe den echt nicht gesehen und das ist noch nicht mal gelogen. Hm. Er war in toten Winkel. Sie kommt. Die erscheint. Speedy Gonzales. Zickzack, was ist denn nun los? Wollt ihr uns gerade austricksen? Mädel, so funktioniert das nicht. Okay, da hinten ist noch ein Zombie. Wir sind ja lauter Zombies. Ist ja Wahnsinn. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das hat einen Sprung. Interessiert? Ist ein Zombie. Zombie down! Zombie down! Oh, Alter, das ist ja... Jetzt ist es ein Horrorspiel. Muss ich nämlich kicken?
Alter, die DBI ist viel zu hoch eingestellt. Muss ich nachher machen. Da jetzt. Ich glaube, ich habe mit Grün gespielt. Ja, Grün ist ganz anders. Da ist ein Fuß. Da ist eine Käsemauke. Es bewegt sich. Oh mein Gott. Alter, ich mag es jetzt schon. Hä, Kabin? Das ist genau dasselbe Spiel. Was ist denn? Oh, Alter, eine Horde! Ja, nee, ist klar. Eine Horde Matschepampe. Warte mal. Dankeschön. Na nee, ich gehe spazieren hier mit euch. Teste die Grafikkarte aus. Was kriege ich? Eine Wanderhorde. Ja, nee, ist klar. Denkst du? Was? Na gut. Na, das kann was werden. Wenn der sich erst jetzt dran gewöhnen muss. Na, Prost Mahlzeit. So, habe ich auch die Picke mit bei? Ja, habe ich. Muss ja Benzin sparen. Seht ihr, da müssen wir auch noch, wie gesagt, in die Wüste müssen wir noch rein. Das machen wir aber erst morgen. Entschuldigung. Da müsst ihr jetzt erstmal durch. Oh nö. Die waren doch schon so ekelhaft. Und jetzt muss ich auch noch. Das ist ein Feral. Krass. Da war ein Feral. Habt ihr das gesehen? Entschuldigung. Und ich hoffe. Munition. Erstmal Schuhe und dann Munition. Ist doch gut, Junge. Will doch mal ein bisschen. Alter, das gefällt mir. Ich hoffe, das kommt so später rüber. Jetzt immer das, was ich befürchte, Alter. Hier sieht das richtig ends geil aus und, Ich mag das. Ich mag das jetzt schon. Und wie gesagt, die CPU ist noch ein bisschen schmalbrüstig. Wo denn? Wo ist der denn? Da ist er. Ach, der ist draußen. Ich lass ihn mal rein, wa? Nee, erstmal mache ich die weg. Ui. Ich muss dran denken, dass die auch richtig stänkern können. Knopf. Mit der Nase erstmal eine Furche jetzt holen. So sind sie mir am liebsten. Ich muss da oben hin. Ich hab da aber schon wohl ein Zombie gehört. Gut, ich muss dann später bloß noch kontrollieren, dass es eben halt mit den FPS so hinhauen tut. Natürlich gucken mit einem fast vollen Inventar. Das läuft ja wieder. Jetzt sieht, aber wie gesagt, ich mag das. Die Investition hat sich doch schon gelohnt. Aber wie gesagt, ich bin echt verwundert, dass es echt. Weil wie gesagt, ich hatte ein 650er Netzteil. Da bin ich ein bisschen mit erstmal enttäuscht in der Richtung Netzteil, was ich vorher drin hatte. Weil wie gesagt, obwohl, was heißt enttäuscht? Es hieß immer, dass das reichen würde. So wie es aussehen tut, nicht. Also wenn da wirklich bei euch ein 750er Netzteil draufstehen tut, solltet ihr mal schauen, dass ihr euch hochgehend so und besorgt. Hey, der hat das ja nicht mitgekriegt. Schön. Weil wie gesagt, ich hab auch gedacht, dass er den hauen tut. Hat es nicht. Schmeiß ich das für Pullerwasser weg? Na toll. Das muss mit. Das muss auf jeden Fall mit. Warum nehme ich den ganzen Schrott mit? Das frage ich mich jetzt. Alles klar.
Ich wollte gerade sagen, sind hier nicht sonst immer mehr Zombies? Das ist die Bestätigung. Das heißt ja. Das wird mir gleich nach von hinten antippen, was? Yep. Chill mal eine Runde. Wie konnte uns der hören? Wie konnten die uns hören? Ich bin doch so leise und vorsichtig. Lass doch mal Uschi da drin. Was soll denn bitte? Da muss ich was machen. Ich glaub, mir hat's Peter. Ich glaub, ich spinne. Armlos durch die Nacht. Entschuldigung. Dafür hat er sich ein ganzes Paket verdient. So. Können wir jetzt weitermachen? Ich hoffe ja. So, hier oben, weiß ich jetzt nicht. War da noch was? Nö, eigentlich nicht, ne? Kleinen Moment. Eigentlich sollte die Mute-Taste funktionieren, aber wenn ich nicht die richtige Taste drücke, funktioniert es auch nicht. Also muss ich nachher cutten, muss ich dran denken. Ein Bücherregal, was ist denn hier drin? Oh, ein Scope. Und das hat man noch nicht mal. So, hier müsste eigentlich... Piepsi... Alter, krass. Entschuldigung, das, wirklich, das sieht komplett für mich anders aus. Ihr sagt, ich hoffe, dass es bei euch genauso rüberkommt tut, wie es jetzt bei mir aussehen tut. Krasse Shit. Krasse Shit, sag ich nur dazu. Das war's. Im Moment. Oh, jetzt habe ich richtig gedrückt. So, ich will mehr. Ich will unbedingt mehr. So, ne, dann würde ich mal sagen, da hinten ist da auch noch was, ne? Da. Und da ist auch noch was. Ich glaube, das ist näher dran, ne? Kann mich aber auch täuschen. Ist mir egal. Ich will jetzt... Ach so, so, so sehe ich also aus. Mhm. Hm. Den Respekt. Und toten die. Was haben wir hier? Ein Trailer. Ich meinte hier so ein Wohnwagen. Es ist ein Wohnwagen. Mit einer Hundekiste. Das heißt, ich sollte nachladen. Alter, Bücherregal, das ist schon mal für mich gut. Ah, wo hast du das verpennt? Ozi. Jetzt sollte ich mich mal ein bisschen bewegen, weil der ist jetzt hinter uns gewesen. Und warum hat er... Warum will er eine Frauenstimme? Das ist Kunst, Leute. Das ist Kunst. Ah nee, da war ja wirklich eine Frau drinne. Ein weiblicher Zombie. Darf denke ich jetzt nicht mehr hier sein, wa? Sag ich jetzt erstmal so. Boah, ein Speckgürtelhemd? Was? Ach, warum nicht? Obwohl, ich brauche ja so oder so Stoff. Und wenn das schon mal da ist, sollte ich das mitnehmen, wa? Schlupe mal ja. Schlupe mal ja. Mhm. Oh, Alter, Munition. Das ist schön. So, naja, gut, wa? Noch mehr Munition. Das war eine gute Idee, hier reinzugehen. Und ich sehe schon, ich hab das gesehen so aus dem Augenwinkel. Aber du bist die schönste Tasche der Welt. Oh, Alter. Da ist eine neue Kniff da drinne. Und ich hab so ja für die Munition mit bei.
Wasser-Shit. Auch genannt Shit in fucking Car. Schönendet Funk in das Auto. Schönendet Funk in das Auto. Geil Deutsch, hast draußen gesitzt. So. Ah ja. Naja. Du kannst uns heute nicht ärgern. Bin sehr, sehr glücklich. Da komme ich darüber hinaus. Bin weg. Bin fort. Bin fort! Oh, das ist. Ist das echt oder ist das fake? Es ist ein richtiger Kochtopf. Und noch ein Kochtopf. Ja, gut, war. Ist natürlich richtig gut, dass ich mit. Wir sagen, kompletten Inventar. Aber ich wollte doch auch bloß gucken. Ich wollte eigentlich ja nicht looten. So spät, Karbin. So spät. Und dass du dir jetzt erst die Frage stellen tust nach. Was? 30 Minuten? Willst du da noch was sagen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich bin gerade selbst über mich ein bisschen peinlich berührt. Blödsinn. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich bringe das mal nach Hause und würde sagen, morgen selbe Stelle, selbe Welle. Oder selbe Welle, selbe Stelle. Ist ja eigentlich jetzt eine Jacke wie Hose. Und wir machen morgen eine Quest. Nee, wir machen keine Quest. Wir müssen uns vorbereiten. Morgen ist 48. Wisst ihr, was das bedeutet, wa? 48 ist der Horde, oder? So, nee, Blödsinn. Ja, etwas erzählter. Sorry, nicht 48, 49. Ja, 49 hört sich besser an. Alter, das Breastpit. Den nehme ich mal gleich mit. Das Dumme ist jetzt, ich habe davor im Test Geld eingeschmolzen. Naja. Naja. Gut, Leute. Also, ich würde mal sagen, ich fahre jetzt nach Hause, mach alles leer und wir machen morgen nochmal eine Quest. So rum. So wird ein Spiel draus. Jetzt erstmal kicken, wie das alles so funktioniert, tut. Wie gesagt, ich bin echt, ich kann noch nicht mal sagen, was ich bin. Ich bin gerade so richtig so, oder das Gefühl, kennt ihr das hier so, oh, krass. Das ist gerade bei mir so. Weil alles so funktionieren tut, wie ich mir das geplant habe. Oh ja, naja, gut, war. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ich bin raus. Tschüss.